Es geht weiter mit Zelda Breath of the Wild. Also wir müssen hier gucken, dass wir hier irgendwie... Guck mal, die schlafen. Warum schlafen die alle? Ja. Dass wir irgendwie eine Rüstung oder so finden. Pupunda ist hier. Was denn? Warum beklagt sich Grada andauernd? Weiß ich nicht. Warum? Weißt du das nicht? Wenn du erwachsen bist, dann kann man ja wohl verlangen, dass du Bescheid weißt. Ja, wer ist denn... Wer ist denn? Oh Gott, Alter, ich weiß gar nicht. Die schlafen noch alle, ne? Doril. Und noch mehr Graben. Und wer ist das? Das ist Pick. Ich kann nichts mehr essen gehen. Wir sind alle satt und zufrieden, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das ein richtiges Dorf ist. Wir sind hier irgendwie... Oh, doch. Oh, hier ist irgendwas. Ah, du kommst gerade richtig. Masarki. Ich bin gerade auf den Heimweg von Goronia. Aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja ein paar von diesen Löschechsen vom Todesberg fangen. Aber die sind mir zu flink. Löschechsen, vielleicht machen wir damit diese Medizin. Kannst du vielleicht welche für mich? 10 Löschechsen? Ich würde dir eine Anti-Feuer-Rüstung geben. Was? Ey, Leute, wir brauchen Löschechsen. Das ist gut. 10 Löschechsen. Sie müssten hier in der Nähe zu finden sein. Ey, wir brauchen Löschechsen. Wir müssen Löschechsen finden. Ist die Quest aktiv? Die Löschechsen? Mach die aktiv. Löschechsen. Wo finden wir Löschechsen, Leute? Unter den Steinen vielleicht? Wo finden wir? Wir brauchen 10 Löschechsen. Das ist ganz wichtig. Da ist eine. Scheiße. Alter, da war eine, ne? Ich weiß nicht, wie ich die finden soll, ganz ehrlich. Da vorne sind auch Löschechsen. Eine Löschechse haben wir. Sollen wir uns da ranschleichen vielleicht? Meinst du, wir können uns da ranschleichen an so eine Löschechse? Oh! Ich glaube, die sehen mich auch, ne? Keine Zeit hier so langsam irgendwie. Scheiße. Mann, diese Löschechsen! Wo sind die denn, diese Löschechsen? Wir können hier auf jeden Fall mal eine Bombe placen. Okay, okay. Ich weiß nicht, lass sie uns schleichen. Sollen wir schleichen? Macht das Sinn zu schleichen? Hier müssen irgendwo Löschechsen sein, Leute. Das Ding ist, unser Brandschutz ist auch bei Dritt, ne? Oh nein! Schleichen bringt was, Jubax. Ist das so? Warte mal, hier unter den Steinen müssen überall Löschechsen. Aber hier ist kein Stein mehr, ne? 10 Stück vor allen Dingen. Wie soll ich das schaffen? Da vorne ist eine Löschechse. Wenn ich jetzt aber ein Schleichzeug nehme, ne? Dann, ich habe auch gar nichts zum Schleichen. Dann geht vielleicht mein Brandschutz wieder weg. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Wir kochen mal ein bisschen Schleichmaterialien hier. So. Oh, dieser Schutz. Also, was haben wir denn? Ein Schleichling zum Beispiel. So. Wir nehmen mal ganz viele in die Hand. Und da machen wir mal rein. Edelgeflügel haben wir doch irgendwo, ne? So ein schönes Edelgeflügel. Wir brauchen diese Rüstung, Leute. Edelgeflügel. Und, ein Edelwild. Also, das muss jetzt richtig einknallen. Dann sehen die dich nicht. Einfach nur sneaken. Okay, alles klar. So, wir haben Schleichspieß. Ich esse das mal. Ich versuche das mal. Kann sein, dass dann unser Buff gleich weg ist. Das müssen wir mal gucken. Ja, hab's gewusst. So eine Scheiße. Wir müssen vielleicht die Rüstung ausziehen, dass wir ein bisschen leiser sind. Das machen wir nochmal. Also ich kann nicht beides machen, ne? Ich kann nicht Schleichzeug und Antifeuerzeug trinken. Das geht nicht. Also. Okay, alles klar. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir schleichen uns ran. Okay, da vorne sitzt eine Löschechse. Ich weiß auch nicht, wie wir neue Löschechsen hier im Gebiet erzeugen. Vielleicht müssen wir dann... Wie nehme ich denn die auf? Mit A oder Y? Mit A, okay. Wir haben schon 2 Löschechsen. Das reicht natürlich noch lange nicht. Hier ist so ein Auftriebsding. Vielleicht gibt es hier noch Löschechsen, weißt du?
wir schaffen das niemals, 10 Löschechsen zu finden, Leute, ganz ehrlich. Ich sehe hier keine mehr. Kann ich hier irgendwo kaufen? Heute letzte Klausur für dieses Jahr. Ey, dass du noch in die Schule musst, ne? Wahnsinn. Kurz vor Weihnachten. Leute, es gibt keine Löschechsen. Die Löschechsen sind leider ausgestorben. Vor allen Dingen, wenn der Brandschutz hin ist, dann müssten wir... Ich weiß nicht, ob wir einen neuen nachkaufen können. Da hinten sind Löschechsen, ich sehe sie. 2 Stück. Oh! Hallo Marcel, zockt. Ey, Diggi, wie geht's, Alter? Na, mein Lieber, wie ist es? So. Wir haben jetzt 4 Löschechsen. Löschflügel haben wir auch noch. 4 Löschechsen. Das reicht natürlich immer noch nicht, ne? 4 Löschechsen reichen noch. Wir brauchen noch 6 Stück. Hier gibt es halt keine. Moin, es gibt hier keine. Knechti, moin. Marcel, wie geht's dir, mein Schöner? Hast du noch schön Need for Speed gespielt? Du hast noch sehr lange gezockt gestern, ne? Ich habe noch sehr, sehr lange zugeguckt. Ich musste arbeiten nebenbei. Dann konnte ich nichts schreiben. So, wo haben wir hier eine Löschechse? Warte mal, hier. Da müssen wir nochmal kurz runter gucken. So. Weißt du, wenn wir hier im Bergbaugebiet sind, können wir auch mal ein bisschen Zeug einsammeln. Löschechse, Löschechse. War super. Sehr schön, sehr schön. Da vorne ist eine. Ha, ich sehe sie schon. Ich weiß nicht, ob wir uns da von hinten ranschleichen müssen. Das kann natürlich sein. Okay, die haben wir auch. Da vorne sind noch ganz viele, ne? 3 Stück. Wir haben jetzt 5. 6, 7. 8. 2 noch. Wir brauchen nur noch 2 Löschechsen. 9. Komm, irgendwo noch ein Stein oder so. Hier ist noch ein Stein. Vielleicht ist auch noch eine drunter. 10. Sind das jetzt 10 Löschechsen? Wir haben schon 12. Ah, wir haben schon 1 Million Dinger hier. Überall. Ja, geil. Wo ist denn der Dude? Komm her. Ich will meine Rüstung. Scheiße. Jetzt finde ich den nicht. Oh nein. Ich habe nur noch 2 Minuten. Dann läuft mein Brandschutz ab. Er muss hier, da ist er doch. Ah. Hallo. Löschechsen, du hast tatsächlich 10 Stück. Sicher. Easy. Gib sie mir schnell, da bekommst du ja eine. Bitte sehr. Ich hoffe, der verarscht mich nicht jetzt, ne? Sehr gut. Dann ist die Rüstung für dich. Antifeuerrüstung. Brandschutz. Hm? Was ist? Nein, den Helm kann ich dir nicht geben. Der war unglaublich teuer. Wenn du ihn willst, musst du ihn dir in Goronia kaufen. Goronia ist die 5. Etappe von hier, wenn du in die nördliche Richtung gehst. Ah ja, wenn du mir mehr Löschechsen bringst, gebe ich dir jeweils für 3 Stück 20 Rubin. Ja, das ist doch kacke. Man kann nie genug rücken. Ja, das ist natürlich... Ach, Mensch. Ich weiß halt auch nicht, ob der Brandschutz schon ausreichend ist, ne? Aber ich glaube, ja. Ich werde noch mehr Löschechsen sammeln und die wahrscheinlich selbst zur Medizin verarbeiten, weißt du? Ich verkaufe da nichts. Da ist nichts mehr drunter. Aber hey, wir haben die Feuerrüstung. Es kann sein, dass uns das schon... Dass uns das schon hilft, ne? Oder? Wir sind zwar barfuß unterwegs, aber... Kein Löschechsen, 20 Rubine, schlechter Deal. Oder finde ich auch. Da muss er ewig suchen, bis du hier Milliardär wirst. Das machen wir natürlich nicht, ne? Wir werden die für uns selbst benutzen, diese alten Löschechsen. So, hier ist bestimmt eine drunter. So. Ja, wir sind schon also in Etappe 5. Ich weiß gar nicht, wie das hier nach Etappen sortiert ist irgendwie. Also. Auch noch eine. Tja, da müssen wir mal schauen. Mit Löschechsen kann man sicherlich so Zaubertränke brauen, ne? Das Ding ist halt, müssen Löschechsen, so wie Insekten in Medizin oder... Kommt nichts raus, ne? Oder das fällt alles in die Lava. Oder kann ich da auch was zu essen von machen? Weißt du, wie ich meine? Verglichen mit dem normalen Kaufpreis ist der Echsen-Kaufpreis relativ gut. Ehrlich? Aber gut, aber die musst du erstmal alle finden hier, ne? Diese verdammten Löschechsen.
Der Brandschutz lässt gleich nach. Wir lassen ihn auch mal schön auslaufen, um mal zu gucken, was dann passiert. Ob wir hier gefahrlos weiterlaufen dürfen. Und wir werden uns natürlich nochmal die andere Rüstung anziehen, ne? So, ich hoffe, die fängt kein Feuer. Dürfte aber eigentlich nicht, oder? Müssen wir mal gucken. So, wir haben ein komplettes Rüstungsset. Ich rede nochmal hier mit den Kollegas hier. So, da ist Dorrel. Ah, Bruder! Wenn ich glücklich bin, dann ist der Chef glücklich. Wenn der Chef glücklich ist, dann ist auch ganz Goronia glücklich. Los, grab der Herz aus, dann verdienen wir uns alle eine goldene Nase. Ups. Das geht ja eigentlich nicht gar nichts an. Wer bist du? Ich! Ich bin Ihre Vorarbeiter der Goronischen Bergbaugesellschaft. Mein Name ist Dorrel. Ich leite den Bergbau hier nach Weisung des Chefs in Goronia. Heute heißt wieder Graben, Graben, Graben. Gibt's sonst noch was? Harte Arbeit, was? Jawohl. Der Reichtum von Goronia fußt auf harte Arbeit, die wir leisten. Noch besser wäre es, in Nähe des Gipfels zu graben, aber die nächste Monster macht unmöglich. Noch was? Tschüss, Bruder. Okay, alles klar. Ah, der Brudi wollte uns nicht helfen. Hier ist so viel, aber das kann ich nicht abbauen, oder? Oder? Vielleicht doch. Ich werde mal hier alles in die Luft sprengen. Ja, ich würde weglaufen an eure Stelle. Nee, da kommt nichts raus. Mein Brandschutz ist gleich vorbei. Dann wollen wir mal gucken, ob das hilft. Ja, Etappe. Und ich habe auch was Merkwürdiges entdeckt, Leute. Zeige ich euch gleich. Denn hier vorne ist ein Symbol aufs Brett gemalt, ne? Hier. Was kann das nur bedeuten? Was heißt das? Vielleicht müssen wir da eine Bombe hinlegen. Vielleicht müssen wir da einen Stein drauflegen. Also irgendwas, da ist bestimmt ein Samen drunter, Leute. Wir müssen mal gucken. Was können wir da draufpacken? Wir haben doch hier oben irgendwo einen Stein gehabt, oder nicht? Ich hole mir einen Stein. Oh, der Brandschutz ist vorbei. Aber wir brennen immer noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Ha! Easy. So, so. Ja gut, ja, pass auf. Also, wenn wir jetzt hier geschützt sind, dann... Ja, ihr wusstet, dass der Moment kommt. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen wieder kochen. Ne? Wir müssen wieder kochen. Wir kochen... Was kochen wir denn heute Schönes? Wir machen mal ein bisschen einfach nur so Sachen, mit der wir ein bisschen widerstandsfähiger sind. Zum Beispiel... Was ist denn das hier? Kochzutat fortbewegt. Ja, Geschwindigkeit ist jetzt nicht so geil. Was haben wir denn hier? Können wir da irgendwas? Eine Löschechse. Ihre Schuppen sind feuerfest. Zutat für Medizin verwendet. Okay, die können wir so nicht nehmen. Ich will irgendwas, was uns Herzen hier so Maxi-Rüben. Ha! So, zum Beispiel das hier. Das kochen wir jetzt mal. So. So, Leute, ich gehe mal schnell duschen. Ich werde nicht wach. Bis gleich. Carina, viel Spaß. Schön abtrocknen, nicht vergessen. Volle Heilung und 6 Herzen, sehr schön. So, so, dann machen wir hier nochmal. Warte mal, wo ist denn das Zeug jetzt hin? Wo sind meine Maxi-Rüben? Da, okay. So, in die Hand, in die Hand. Was haben wir hier? Ein Schwertkarpfen, Angriffskraft. Wir machen mal ein Risotto daraus. Wir haben mal ein Risotto. Wir haben hier irgendwo dieses ganze Heu rumliegen. Das ist das hier, ne? Ach, das ist Zitterkraut. Ne? Zitterkraut wollte ich nicht. Ich habe doch so was gekauft hier. Das hier. Den Reis. So, wir machen ein schönes Risotto. Hopf. Mit Maxi-Rüben. Ah, ein Kräuter-Reisbällchen. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch vielleicht Rüstlinge. Rüstlinge sind auch immer sehr gut. So, nehmen wir wieder 3 davon. Und ein... Wie sieht's denn aus eigentlich mit so einem normalen Fisch? So. Guten Morgen, Metalcast. Grüß dich, ein wunderschön. Herzlich willkommen hereinspaziert. Da komme ich wieder genau richtig. Es wird gekocht, so sieht's aus. Ah, 3 Minuten hilft das nur, ne? Aber... Dann machen wir dasselbe nochmal mit Geflügel. Wir haben so viel Geflügel noch. So, mal gucken, was da rauskommt. Hallo Lars, unterwegs, wunderschön. Moinsen. So, Rüstlinge können ja nie verkehrt sein, ne? 3 Minuten Rüstschutz. Syrat. Vielen Dank für den epischen Follow. Dankeschön. So, dann nehmen wir hier noch 3 Pilze.
Und wir machen diesmal das mit Nüssen. Mit Eicheln einfach nur. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht kriegen wir mehr als 3 Minuten Rüstschutz, aber ich weiß es nicht, ne? Auch wieder 3 Minuten Rüstschutz, aber führt diesmal nicht so viele Herzen auf. So, was wollen wir noch machen? Schleichglöckchen, Schneeflöckchen, lalalalalala. Ich mach nochmal so ein bisschen Medizin. Pass mal auf, wir nehmen mal, wo sind denn diese Fledermausflügel? Habe ich nicht noch irgendwo Fledermausflügel? Lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf! Wo willst du denn hinlaufen? Grüß dich! Moin! Darf ich ein Rezept verraten? Warte gleich, ich will erst nochmal was kochen. So, wir brauchen irgendwie, wir haben doch hier bestimmt irgendwo diese Flügel, ne? Da sind Flügel. So. Es kann sein, dass jetzt nur Matsche rauskommt, aber ich probiere es natürlich trotzdem. Wir versuchen Medizin zu kochen. Unsere erste Medizin in diesem Spiel. Ha! Brandschutzmedizin für 9 Minuten. Hier, guck dir das an. Das ist so geil. So, hau raus jetzt das Rezept. Los geht's. Eine Spurtechse. Eine Glutlibelle. Wir hatten doch irgendwo so ein Vieh gefangen. So eine, was war das? Hier, das hier. Das. Ein Löschflügler. Ja, ah, kriegen Hitze. So, ein Löschflügler. Dann nehmen wir noch die 2 Echsen. Dann nehmen wir noch Feuerfledermausflügel. So. Ja, ich glaube, das wird nichts, ne? Fisch und Salz soll gut sein. Okay, danke, Jupak. Ich guck gleich mal. Ach, Brandschutzmedizin, 11 Minuten wieder. Das ist gut. Fisch und Salz. Mhm. Wir haben ja verschiedene Arten von Fischen. Wir haben, davon haben wir 2. Das ist eine Glutforelle. Wärmt dich, von innen heraus. Ich will nicht gewärmt werden. Ich will gekühlt werden. Gegen Wüstenhitze ist aber vielleicht jetzt auch nicht so geil, ne? Ich mach einfach mal. Komm, wir machen das einfach. Na, Wärme ist aber echt. Wärme ist echt doof hier in dem Gebiet. Ich nehme das mal in die Hand. So. Und dann, Salz. So, dann gucken wir noch mal. Ich hoffe, wir versalzen das jetzt nicht. Fleisch, ach Fisch, ach Fleisch, schreibt. Ach so, ja, da müssen wir jetzt gleich auch noch mal machen. Dörrfleisch, okay. So, dann machen wir das noch mal. Fleisch, also Salz haben wir ja hier ohne Ende, ne? Pass auf, dann nehmen wir mal hier so 1, 2, 3 und ein Salz. Gucken wir mal. Das ist jetzt Geflügelfleisch. Ich weiß nicht, ob das Unterschied macht, ne? Meine Kontaktlinsen sind noch ein bisschen verschleimt. Ein Schmorbraten. Das ist nice. Ein epischer Schmorbraten. So, das bringt natürlich Zusatzherzen, oder? Was haben wir hier überhaupt für eine komische Kröte? Tempo steigert das. Temposteigerung. Schützt vor Kälte. Laufgeschwindigkeit. Führt beim Verzehr Herzen auf. Das ist der ganz normale Pilz. Wir können auch Pilze machen einfach. Mal guck mal hier. Wir machen mal hier 3 Pilze und ein Salz. Das geht natürlich. Wir machen mal gesalzene Pilze. Hallo Nino. Moin. Wie geht's dir stets? Einen wunderschönen Mittwoch. Hallöchen. Ich habe mir die Namen gemerkt. Schmorpilze sind nicht so geil mit Salz, ne? So. Was haben wir noch? Ja, es tut mir leid. Wir müssen halt. Irgendwann müssen wir kochen, Leute. Wir sind lange. Dass man sich lautlos fortbewegen kann. Als Kochzutat schärft sie die Sinne, sodass man sich komplett lautlos. Das ist natürlich eine Schleichschnecke, ne? Na, pass mal auf. So, wir nehmen mal 4 und ein Salz. Na, ich weiß nicht, ob das mit Salz reicht. Kann sein, dass wir jetzt verrecken hier, ne? Ich bin ja gelernter Koch, weißt du, Nino? Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ich hab mal nur Salz reingemacht jetzt bei den Schnecken. Ah! Ja, super. Schmorfisch. Hä? Da war doch gar kein Fisch drin. Aber ist nur Level 1 schleichen, ne? Das jetzt, war jetzt nicht so geil irgendwie. So, ich nehme das mal in die Hand. 2 davon, dann 2 Schleichglöckchen. Und dann nehmen wir nochmal eine schöne Zutat. Zum Beispiel haben wir hier noch Fleisch auch noch irgendwo. Leckeres, schönes. Saftiges, knuspriges, ach, Luxusgeflügel, ja sicher, ach. Da bin ich mal gespannt. Hallo Käthe, guten Morgen. 8 Minuten, ja gut, okay, okay. Also ich glaube, wir haben schon, ein Luxusteller war das gerade, hast du gelesen. Ich glaube, wir haben jetzt schon ordentlich
Proviant gebaut. Schleichglöckchen, Schleichling. So, dann noch ein Schleichglöckchen, dann noch ein Schleichding. Was ist das? Eine Austauschschnecke. Ha, wir haben 12 Austauschschnecken. Wie viel sollen wir sammeln? Ich weiß gar nicht mehr. Wir müssen eine Austauschschnecke auch noch irgendwo hinbringen. Dann machen wir noch ein Fleisch rein. Und ein Salz. Und jetzt werden wir es wahrscheinlich verkacken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich will alles in den Topf. Alles reinschmeißen! Ha! Ein Schmorbraten. Schleichschmorbraten. Sehr gut. Okay, gut. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. Wir haben Schleichmaterialien. Wir haben was zum Herzen auffüllen. Wir haben, glaube ich, alles, was wir brauchen. Wir können weiterziehen. Wir haben hier, glaube ich, auch... Anderson, vielen, vielen Dank für Ihr Follow. Hallöchen, was ist das denn überhaupt? Das sieht mir auch sehr verdächtig aus hier, ne? Achso, das ist so ein... Pick ist das. Guten Tag. Ein Hylianer. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Aber... In Gornia regnet es. Es regnet Lavabrocken. Ich muss dahin. Was, du willst dorthin? Du willst wirklich dorthin gehen? Nein, 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 das geht nicht. Juliane sind viel zu empfindlich. Das sind nicht nur Lavabrocken. Der ganze Zwerg ist weiß. Moment, das stimmt nicht. Der ganze Berg ist heiß. Achso, lol. Okay, alles klar, alles klar. Ich sehe kaum noch jemanden Breath of the Wild. Ja, das Spiel ist ja super alt, ne? Und ich bin einer der letzten Dinosaurier, die das noch nie gespielt haben. Hallo Simmering, einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, weil ich das noch nie gespielt habe, spielen wir das jetzt, ne? Wir sind schon relativ, also ich weiß nicht, ob wir weit sind. Ne? Also bitte nicht spoilern, das ist ganz wichtig. Es ist jedenfalls so gefährlich, sagt mein Papa immer. Okay, alles klar, danke Pick. Also wir bekommen ja auch eine Rüstung, ne? Also die gibt es dann zu kaufen. Wir haben ja auch genug Kohle eigentlich. Ich versuche im Moment noch alle Schreine zu bekommen. Ja, das habe ich mir schon. Das gibt's viel. Es gibt so viele Leute hier. Wir haben das schon 1000 Mal durchgespielt. Das ist halt immer noch verdächtig, ne? Da müssen wir irgendwas drauf. Ich finde aber auch keinen Stein. So, wir fliegen hier mal hoch. So. Einmal hier rüber. Wir haben hier auf jeden Fall so eine Echsenarmee stehen. Das ist nicht so gut. Wir müssen natürlich auch gucken, ja, wie soll ich sagen, mit den Waffen, dass sie uns hier nicht verbrennen alle, ne? Das kann ja sein, dass hier einige Waffen auch anfangen zu brennen. Das wäre dann nicht so gut. Zum Beispiel, ich könnte, habe ich ein Schild überhaupt? Ich glaube, ich habe gar kein Schild, warte mal, lass mal kurz gucken. Wir sind gerade hier in dieses Lava-Gebiet reingeflogen, das erste Mal hier. Ein Schatzschild, das brennt nicht, oder? Eigentlich dürfte hier gar nichts mehr brennen. Wir haben ja unsere Rüstung. Ah, doch, die brennen. Die brennen. Okay. So, Leute. Dann lass doch mal gucken, dass wir hier mal dieses Gebiet... Oh, Moment. Wir haben gekocht. Ewig lange. Wir müssen unbedingt speichern. Kannst du mir sagen, Jubax? Kannst du mir gerne sagen, wie das funktioniert? Oh, Scheiße, was ist denn das für ein Pfeil? Das war der falsche. Das wollte ich gar nicht. Warum ist hier ein Feuerpfeil? Elektrizitätspfeile sind immer ganz gut, ne? Elektrizitätspfeile sind immer ganz gut. So, dann bashen wir die mal. Was? Warum brenne ich denn? Ach so. Weil ich mich zu schnell bewege, oder was? Okay, alles klar, der ist runtergefallen, leider. Hasta luego, Kuppel. Y drücken. Ah, okay, okay, okay. Das können wir mal ausprobieren. Das habe ich noch nicht. Aua! Alter! Hast du das gesehen? Der hat mich ja komplett nackig. Oh, ho, ho, ho. Ein Pfeil hat mich nur getroffen. Ein einziger. Lol. Ich brauche was zu essen. Was haben wir denn, Jonas? Vielleicht auch irgendwas? Ja, ich weiß nicht. Boah, habe ich überhaupt irgendwas mit so vielen 5, 7? Na, nee. Oh, das hier, komm. Scheißegal. Hier ist die Luxusknödel. Boah, das hat richtig wehgetan. Hast du das gesehen? Oh, ein Echsenbogen, das ist gut. Ich kann auf jeden Fall schon mal nicht mehr schießen. Den haben wir schon mal ihn weggeschlappt. Ach, ich stand auf Lava, ehrlich? Das war doch dieser Pfeil, oder? Ah, da kommt schon der nächste Dude. Pass mal auf.
Der sieht mir sehr groß und mächtig aus. So. Oh, mein Schwert zerbricht gleich. Das ist gar nicht gut. Oh, fuck. Die fallen immer alle runter. Das ist natürlich echt... Da müssen wir gucken, dass das nicht passiert, weil die haben natürlich auch coole Sachen dabei, oder? Irgendwer kommt hier noch, glaube ich. Irgendwer kommt hier noch. Oh, hier ist noch ein Bogen. So, ein Stahlex im Bogen. Sehr gut. Oh. Aber die Pfeile hielten halt richtig rein, ne? Die Pfeile hinten hier richtig rein. Oh. Wollt ihr mich treten? Aua, der hat mich getreten. Das gibt's doch nicht. Hör auf jetzt. Oh, 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 oh. Zum Glück hat er nicht getroffen. Oh, da ist ja noch einer. Oh, scheiße, der hat das Schild nicht gezogen rechtzeitig. So. Ach, die lassen natürlich auch die Waffen fallen, ne? So, einer ist noch. Einer ist noch. Hau ihn weg. Komm, Link. Du musst raufhauen. Stirb, du Vieh. Okay, alles klar. Oh, noch ein Echsenbogen. Also die sind echt gut, die Echsenbögen. Hier haben wir noch einen Eisenhammer. Der ist nicht ganz so stark. Hier haben wir noch einen Echsenbogen. Ja, haben ist besser als brauchen, ne? Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Und jetzt haben wir hier wahrscheinlich irgendwo eine epische Schatzkiste, oder? Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. So, warte mal. Hier ist ja gar nichts. Ach, da geht's noch weiter hoch. Okay, pass mal auf. Wir machen erstmal den hier hin. So, mal gucken, was da drin ist. Schönes. Okay, da fällt was runter und brennt. Wahrscheinlich Fleisch, ne? So. Also das mit der Flugbahn, die Flugbahnberechnung, da müssen wir uns nochmal überlegen, dass das Zeug nicht immer in die Lava plumpst hier. Aha, drei Kisten. Wir sind reich. Nummer eins. Was haben wir drin? Ein Steinspalter. Sehr haltbar. Dann haben wir drin einen... Ein Ritterschild, ja, das nehmen wir auch. Das ist aus Eisen. Und wir haben drin ein... Super.